Hallo und ganz herzlich willkommen zurück, wieder einmal zurück hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt. Ich freue mich immer unglaublich, wenn ihr alle am Start seid. Und ich sehe so aus wie in meinem letzten Video, beziehungsweise haben wir diesen Look hier in meinem letzten Video am Donnerstag zusammen kreiert. Nur mit Drogerie-Make-up-Neuheiten. Also falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich linke es euch gerne hier oben ins i rein. Jedenfalls wollte ich euch sagen, ich drehe die beiden Videos direkt hintereinander ab. Das heißt, gleiches Outfit, gleiche Frisur, gleicher Make-up-Look. Alles so wie beim letzten Mal, aber ein ganz anderes Thema. Denn ich habe gedacht, da nicht jeder meine Videos schaut, dass ich nochmal so ein kleines Best-of-Drogerie gebe mit meinen persönlichen Top-Produkten aus der Drogerie. Ich habe ja letztens schon ein Favoriten-Make-up gedreht, also mit meinen All-Time-Favorites und einen kompletten Look damit geschminkt. Aber es gibt natürlich auch Produkte, die so gar nichts mit Make-up zu tun haben, auch aus der Beauty-Rubrik kommen. Und ja, so ein paar Bestseller einfach, die ich euch sehr empfehlen kann. Sowas mache ich immer mal wieder. Und ich würde sagen, starten direkt. Ich höre auf zu labern. Los geht's. Ihr bekommt jetzt 20 Top-Produkte, die ihr bei DM, Rossmann und Co. shoppen könnt. Also den Großteil kriegt ihr, glaube ich, so bei DM. Also wenn ihr dahin geht, dann werdet ihr schon relativ viel fündig. Ich starte einfach mal mit meiner persönlichen Haarpflege. Danach werde ich super häufig gefragt. Ich sage es auch immer wieder. Und ich benutze sie nach wie vor, die Hair Biology Serie. Unter den Serien mische ich ein bisschen durch. Jetzt habe ich gerade hier dieses Anti-Frizz and Illuminate, die goldene Serie, aufgebraucht. Jetzt habe ich gerade, glaube ich, in der Dusche die blaue stehen. Ich habe immer Conditioner, Kur und auch das Shampoo dazu. Ich komme damit einfach seit super langer Zeit schon sehr gut mit zurecht. Und immer wenn ich danach gefragt werde, ob das noch aktuell ist, ja, definitiv zählt auch zu meinen Top-Produkten aus der Drogerie. Dann habe ich euch in meinem letzten Dupes-Video einen Concealer gezeigt. Und zwar den Infallible Concealer im Vergleich zum Tarte Shape Tape. Und den finde ich auch richtig gut. Der hat ordentlich Power, gerade wenn man so viel Make-up mag, dann hat der auf jeden Fall eine richtig krasse Performance. Ich habe hier die Farbe Vanilla, glaube ich. Ich linke ihn euch auf jeden Fall unten in die Infobox. Ich versuche wieder alles rauszusuchen, damit ihr euch die Produkte genauer anschauen und eventuell nachshoppen könnt. Aber dieser hier funktioniert für mich persönlich sehr, sehr gut. Lässt sich super gut verblenden, schmilzt richtig schön mit der Foundation überein, kann man zu natürlichen, aber auch zu stärkeren Looks gut verwenden. Einfach ein gutes Produkt, was ich euch definitiv empfehlen kann. Ganz oft kommt auch die Frage nach meinen Make-up-Pinseln und wie ich das Ganze so handhabe mit der Reinigung. Ich habe euch vor Jahren mal ein Video dazu abgedreht, wie ich meine Make-up-Pinsel reinige. Das mache ich ganz einfach mit einer Kernseife, aber auch nicht nach jeder Verwendung. Zwischendurch verwende ich immer dieses Pinselreiniger-Spray. Das funktioniert so gut, das ist desinfizierend, das riecht unglaublich lecker, also das riecht sauber und die Pinsel nehmen dann diesen Geruch an und es ist einfach ja angenehm, sich damit dann im Anschluss zu schminken und es nimmt den groben Schmutz runter. Es ist jetzt keine intensive Reinigung, aber auf jeden Fall notwendig für zwischendurch, um nicht die Bakterien immer wieder zu verteilen. Kommen wir zur Mascara. Ich habe ja hier und da immer mal wieder Top-Mascaras, auch ein umfangreiches Mascara-Video hier auf meinem Kanal schon hochgeladen, welche Mascaras für mich persönlich ganz gut funktionieren. Aber ich habe wirklich eine Top-Mascara derzeit aus der Drogerie und sie ist, ach oh Wunder, von L'Oreal. Für mich funktionieren die L'Oreal-Mascaras einfach unglaublich gut. Die Lash Paradise, die gibt es schon eine Ewigkeit. Ich habe sie auch eine Ewigkeit schon unbenutzt in meiner Schminksammlung gehabt und bin jetzt total begeistert, als ich sie rausgekramt und verwendet habe. Richtig, richtig nice. Benutze ich momentan sehr, sehr gerne tatsächlich. Wenn ich jetzt nicht meine IT Cosmetics Mascara nehme, dann kommt die auf jeden Fall zum Einsatz. Ganz wichtig, Freunde, ne? Jedes Produkt funktioniert für jeden anders. Ich sage es gerne immer wieder in meinen Videos. Viele kaufen Produkte einfach blind nach und ja, kreiden mir das dann an, wenn die Produkte schlecht sind. Ich habe natürlich keine Gelinggarantie, die ihr dann mitkauft. Das sind natürlich persönliche Erfahrungen. Wir sind alle unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Hauttypen und auch unterschiedliche Bedürfnisse. Also ja, legt es nicht so auf die Goldwaage, sondern schaut einfach, was für euch davon in Frage kommen könnte und schaut euch vor allem die Produkte ein bisschen besser an, bevor ihr einfach blind nachshoppt. Das nur als kleine Memo in allem Belang, nicht nur beim Make-up, sondern egal, was ich oder auch meine Kollegen vorstellen, beschäftigt euch ein bisschen damit und schaut, ob das wirklich was für euch ist und ob ihr das Geld aufwenden möchtet. Hier lohnt es sich definitiv, damit kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Das ist die Essence Choose Your Glow Palette. Ich habe sie auch schon unzählige Male hier in meine Kamera gehalten, weil ich
ich sie einfach sehr, sehr gut finde. Und sie ist auch aktuell noch verfügbar. Ich hoffe, Essence nimmt sie nicht so schnell raus, weil das ist wirklich ein Bestseller-Produkt meiner Meinung nach. Eine richtig tolle Palette mit 3 Shades in einer goldigen Nuance und einer unglaublichen Performance. Also wenn ihr so einen richtigen Insta-Glow-Highlighter sucht, dann kriegt ihr den für kleines Geld in der Essence-Theke, ich schwöre. Bleiben wir nochmal bei Essence und einem Puder, was mir persönlich sehr gut gefällt. Gerade für den Einstieg in die Make-up-Welt finde ich das ziemlich gut, weil es kommt in einer One-Fit-Farbe, also eigentlich translucent, hat aber so eine leichte Farbe drin, die einen unglaublich schönen Airbrush-Effekt zaubert und damit die Haut unglaublich weich gezeichnet aussieht. Das ist der Skin Lovin' Sensitive Powder. Ich persönlich komme damit sehr gut klar und der hat auch No Worries, also ist wieder super clean und kann man sich definitiv mal anschauen, auch wenn man eine sehr, sehr empfindliche Haut hat. Ein weiteres Puder, was ich wirklich für mich entdeckt habe, ist das High Gloss Finishing Powder. Ich glaube, ich habe es mal in einem First Impression Video probiert und habe gedacht, oh mein Gott, wer benutzt das denn im kompletten Gesicht? Das ist ja eher mehr ein Highlighter als ein Setting Powder. Aber ich habe das jetzt mittlerweile verstanden, wie das funktioniert und dass man das nicht im kompletten Gesicht radikal aufgeben sollte, sondern tatsächlich bewusst platzieren und da reicht wirklich ein bisschen Produkt aus und dann habt ihr so einen unnormal schönen Glow, der so natürlich aussieht, sodass ihr gar keinen Highlighter mehr benötigt. Ich bin absolutely in love. In meinem nächsten Favoritenvideo, verspreche ich euch, wird das schon wieder vorkommen, weil ich das momentan so oft verwende. Zählt absolut zu meinen Top-Produkten aus der Drogerie. Manchmal braucht man mit Produkten so ein paar mehr Momente zusammen, damit es endlich funkt, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe so sehr, dass es diese Palette noch in der Drogerie gibt. Als ich das letzte Mal dort war, meine ich, es noch gesehen zu haben. Und zwar die Palette von Ellie. Die ist einfach so gut. Ellie und BH Cosmetics, sorry. Die hat so schöne Farben. Also auch ein bisschen was Bunteres, aber auch gedecktere Farben. Dazu noch eine krasse Performance, eine Mega-Pigmentierung. Ich weiß, viele von euch lieben diese Palette genauso. Also mit einer der besten Paletten meiner Meinung nach aus der Drogerie, die man sich definitiv mit gutem Gewissen zulegen sollte, wenn man auf so etwas knalligere Farben steht und so ein kleines Colourpop mal setzen möchte oder so. Alle wirken wirklich unglaublich schön und ja, die matten Farben als auch die metallischen kommen super gut auf dem Auge raus. Apropos Auge, ihr wisst ja, ich bin eine Lash Queen. Ich mag es ganz gerne, mir mal Wimpern anzukleben, nicht unbedingt immer. Aber wenn, dann verwende ich ganz gerne die von Catrice oder auch die von BH Cosmetics. Was ich an den Catrice-Wimpern so toll finde, ist, dass die einfach super günstig sind. Und sie sind halt so dezent. Sie haben halt ein transparentes Wimpernbändchen, was nicht noch zusätzlich auflädt, sondern wirklich ganz geschmeidig am Wimpernkranz, am eigenen Wimpernkranz eben haften bleibt. Und damit halt einfach nur den natürlichen Wimpernaufschlag verstärkt. Natürlich gibt es das Ganze noch in unterschiedlichen Stärken und Styles. Da muss man mal schauen, was einem persönlich jetzt ganz gut gefällt. Ich liebe solche Cat-Eye-Looks, also wenn es so ein bisschen nach außen aufgefächert ist, da hat Catrice eben auch etwas. Ich glaube, die Insta-Volume Lashes, die finde ich schon seit Jahren wunderschön. Diese hier sind ja relativ neu. Und das sind die Serious Volume Lash Band Lashes. Auch richtig gut, absolute Empfehlung, wenn man das etwas stärker auf dem Auge mag. Und dann werde ich auch regelmäßig nach einem richtigen Kleber gefragt. Meistens ist schon ein Kleber verfügbar, wenn man diese Wimpern kauft. Hier steht auch immer Glue Included. Aber die mag ich nicht. Egal wo so eine Klebe beinhaltet ist, ich nutze die nie. Ich greife immer hier auf meinen Duo-Kleber zurück. Das ist für mich persönlich einfach der beste. Der trocknet transparent an und der haftet wirklich richtig gut, ist auch schwitzresistent und damit kommt ihr auf jeden Fall durch den Tag bzw. durch die Nacht, je nachdem, wann ihr eben eure Wimpern anklebt. Hierauf zähle ich, hierauf schwöre ich, kann ich euch absolut empfehlen, wenn ihr einfach gerne Wimpern anklebt und die auch lange halten sollen. Diese Browfix Soup von Catrice finde ich auch richtig toll. Wow, ich habe, glaube ich, ganz schön viele Produkte hier von Catrice und Essence, ne? Aber ich muss wirklich sagen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis total stimmt. Make-up muss nicht immer teuer sein. Auch mit günstigen Produkten kann man unglaublich coole Ergebnisse erzielen. Und dieses Browfix und ich, wir mussten auch erstmal warm werden. Man sprüht das Ganze an mit einem Fixing Spray zum Beispiel oder einfach mit einem Gesichtswasser. Geht dann zum Beispiel mit einer Spule rein. In den meisten Augenbrauenstiften ist ja schon so eine Spule hinten mit dran. Verquält das Ganze und geht dann wie mit so einem Gel in die Augenbraue und kann das Ganze richtig schön stylen. Damit kann man so eine Fluffy Brows machen, wie sie ja momentan total Trend sind.
Ich persönlich mag das nicht so gerne. Ich habe einfach aber super gerne die Haare total streng in Shape, so nach hinten gebürstet und gestriegelt. Die bleiben wirklich den ganzen Tag so sitzen. Also man braucht kein Augenbrauengel mehr, was noch zusätzlich mit Farbe getränkt ist, wenn man die Augenbrauen eh schon nachzieht. Dann reicht so ein transparentes, leichtes. Das ist ein bisschen leichter von der Textur noch als so ein Augenbrauengel. Mag ich persönlich einfach super gerne. Nutze ich derzeit immer, um meine Augenbrauen zu setten. Absolutes Top-Produkt. Ah, okay. Das bekommt ihr jetzt nicht bei DM, sondern bei Rossmann. Und zwar geht es um Make-up Revolution. Ich habe euch die Shimmerbomb bzw. die Putbomb schon in meinem Dupes-Video gezeigt. In einem meiner Dupes-Videos, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Sind ein Dupe zu den Fenty Beauty Lipglossen. Also kommen dem sehr, sehr nahe. Und sind deutlich weniger eben in der Drogerie erhältlich. Und die sind richtig, richtig toll. Die haben so ein richtig schönes, dickes Applikatorschwämmchen, wo man das Lipgloss wunderbar platzieren kann. Und dazu noch richtig schöne Farben, so ein bisschen was mit Glitzer oder eben halt was komplett Transparentes. Ich mag das immer ganz gerne, wenn ich jetzt so einen absolut matten Lippenstift drauf habe, damit nochmal den Lippenlook aufzuwerten. Und die sind überhaupt nicht teuer, bekommt ihr in der Drogerie, funktionieren für mich persönlich richtig gut und sind dazu noch eine richtig schöne Alternative eben zu High-End-Produkten. Oh Mann, ich habe hier schon wieder ein Produkt, was ich euch nicht das erste Mal in die Kamera halte. Aber das ist ja auch immer ein gutes Zeichen für euch. So seht ihr, dass ich die Produkte wirklich feiere und sie wirklich empfehlen kann, weil ich sie selbst rund um die Uhr verwende. Hier ist nochmal das Stay All Day 16-Stunden-Make-up für diejenigen, die neu auf meinem Kanal sind. Kauft es euch. Für diejenigen, die es jetzt schon das 101. Mal auf meinem Kanal gesehen habt, warum habt ihr es noch nicht geholt? Also wirklich Wahnsinn, was so eine günstige Foundation auf dem Kasten hat. Meine absolute Top-Foundation momentan in meiner kompletten Schminksammlung. Natürlich habe ich noch weitere, die gut für mich funktionieren, aber das hier ist tatsächlich momentan meine Nummer 1. Diesen Lipgloss hier finde ich auch richtig gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, den habe ich schon ein bisschen länger, ob es den noch so gibt in dieser Aufmachung mit diesem Leo-Look und so. Das ist von L'Oreal Be Feline in der Farbe 316. Ein super leichtes Gloss bzw. ein Lipstick, ist schon ein bisschen krasser von der Deckkraft, ist aber nicht so fest wie ein Liquid Lipstick, liegt ultra smooth, ultra leicht auf. Ich gebe den auch super gerne auf den Lippen auf für ein ganz, ganz leichtes Finish, um die Lippenfarbe natürlich auszugleichen hier mit so einem schönen Nude-Ton. Mag ich einfach unglaublich gerne, zählt auch zu meinen absoluten Top-Produkten aus der Drogerie. Ein weiteres Top-Produkt, auch nicht das erste Mal hier in der Kamera, ist der Forever Ink Liner Intense Black von Essence. Das ist ein Eyeliner, den ich wirklich noch nicht einmal nachkaufen musste und ich schon sehr lange besitze. Ein sehr, sehr großer Vorteil, wie ich finde, denn diese Stifte hier, die trocknen meist sehr schnell aus, da hat man meist nicht so lange Freude mit, man muss sie oft nachkaufen. Ist ja vom Ding her auch kein Problem, aber wenn dieser günstige, ich weiß nicht, wie teuer der ist, 2-3 Euro, mir Ewigkeiten hält und einfach mit Abstand den allerbesten Job macht, dann muss der einfach in das Top-Drogerie-Video mit rein, weil das ist einfach ein mega Preis-Leistungs-Verhältnis. Der hat hier so einen ergonomischen Griff. Ich komme mit dem persönlich einfach am besten zurecht. Damit gelingt mir mein Eyeliner immer und ihr wisst, ich hasse Eyeliner ziehen. Ich habe hier noch was von Essence, was ich persönlich sehr gut finde, beziehungsweise nein, ich habe zwei Produkte, die ich euch jetzt hier in den Tops zeige, die unterschiedlicher nicht sein können, die entweder für den einen oder den anderen etwas sind. Ich glaube, das ist so fair. Und zwar habe ich hier einmal den High Glass Highlighter von NYX und einmal den Prime Plus Studio Hydrating Skin Primer von Essence. Dieser hier ist feuchtigkeitsspendend, liegt unglaublich schön auf der Haut auf, wirkt so wie eine Pflege, die man eben unter das Make-up gibt und Trockenheitsstellen vorbeugt, die Haut ein bisschen aufpolstert, sodass das Make-up sich nicht unschön absetzt oder ähnliches. Also wenn man zu trockener Haut neigt, dann kann man das hier definitiv probieren. Ist auch mit Kokosnusswasser, riecht unglaublich gut. Hat allerdings keinen Glow und ihr wisst ja, ich liebe momentan so diesen Glowy-Effekt, deswegen nutze ich sehr gerne auch momentan diesen High Glass Primer. Es kommt natürlich immer aufs Finish drauf an, was möchte man und was hat man jetzt auch für ein Hautbedürfnis. Viele haben vielleicht schon eine ölige Haut, glänzen von Natur aus und wollen dann nicht noch zusätzlich nachhelfen, dann könnt ihr natürlich den hier nehmen. Ja, der High Glass Primer kann man auch super gut mit der Foundation mischen, einfach um der Foundation noch so ein bisschen Glow zu verleihen. Mag ich persönlich ganz gerne. Ich habe hier die Farbe Moonbeam. Es gibt noch unterschiedliche Nuancen. Da müsst ihr auch mal schauen, was euch gefällt. Aber das hier ist so ein richtig schöner
Glow Primer und dieser hier ist einfach ultra pflegend. Dann habe ich jetzt hier noch von Milani einen Blush und auch den habe ich euch in einem Dupe-Video gezeigt. Ich linke euch das Dupe-Video gerne mal hier rein. Also da zeige ich diverse günstige Alternativen zu High-End-Produkten und dieser Blush hier von Milani ist unglaublich gut pigmentiert. Den könnt ihr euch definitiv mal anschauen, wenn ihr diese Farbe hier mögt. Das ist die Farbe Luminoso, so ein richtig schönes, frisches Sommer-Peach. Wie gesagt, unglaublich gut pigmentiert. Ist nicht komplett matt, hat so Schimmerpartikel mit drin, aber schmiegt sich einfach so schön der Haut an. Ist ein richtiges Top-Produkt meiner Meinung nach. Last but not least, ein persönliches, absolutes Highlight aus der Drogerie ist der Nivea Sun Duft. Also das Eau de Toilette riecht 1:1 nach der Nivea Sonnencreme. Urlaub pur, Sommer pur. Komplimente bleiben nicht aus, weil jeder diesen Duft feiert. Also egal ob Männlein oder Weiblein, jedes Mal bekommt man unglaublich viele Komplimente dafür, wie frisch und angenehm das duftet. Auf der Haut schwindet er relativ fix. Gebt euch das ins Haar oder vielleicht auch auf die Klamotten, um den Duft einfach ein bisschen länger zu speichern. Der ist sehr dezent von der Note, aber absolut geil. Also absolute Empfehlung, ist ja auch nicht ganz so teuer. Kriegt ihr, wie gesagt, in Drogerie, ich glaube so 23 Euro oder so. Gerade für die jetzige Saison gönnt ihn euch. Und solltest du mich noch nicht abonniert haben, dann hol das super gerne hier an der Seite nach. Dann verpasst du nämlich keine Videos mehr von mir. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi.